Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Fluch oder Segen, die Eventtruppe, also die neue Eventtruppe. Ich habe sie heute auch mal gefordert auf ein, ja, erstmal natürlich auf ein Rathaus 15, ohne natürlich zu wissen, dass die kleinen Hexen hier bevorzugt erstmal auf Magiertürme gehen. Die mögen die ganz besonders, aber war mir in dem Fall eigentlich auch egal. Ich wollte auf jeden Fall meinen Feuerball mal testen. Ich wollte mal meinen Feuerball testen. Und den habe ich auch noch nie gespielt. Und jetzt mit der Eventtruppe, da kann man einfach mal so ein bisschen rumspielen. Und kann man einfach so ein bisschen was machen. Und auch hier mal checken, ob der Ball auch richtig gut läuft hier. Beziehungsweise gar nicht mal so schlecht. Ein Hit jetzt noch auf den Adler, bumm, ist das Compartment weg. Ja, also bis dahin lief es eigentlich überraschend gut, muss ich sagen, überraschend gut. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass mein Wort so weit läuft, aber ich meine, wenn das ganze Compartment da weg ist, dann rennt er natürlich und dann kommt hier die neue Eventgruppe, die Mechs, also Mechs heißen die, ne? Die ja, ich wollte gerade sagen, vermehrt durch Mauern gehen, die gehen ja durch Mauern wie durch Butter. Also da kannst du ja auch ruhig Fünfermauern stehen haben und ich verliere aber trotzdem ziemlich viele, muss ich sagen. An irgendeiner Stelle, ich habe noch gar nicht genau nachgeguckt. Die gehen aber vorzugsweise erstmal auf die defensive Gebäude. Und ja, jetzt gehen sie natürlich ein bisschen zu weit rein hier unten. Beziehungsweise der Scatter macht die alle kaputt und die X-Bögen auf Boden. Und dementsprechend überleben die hier unten nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier oben ja noch eine schöne Karre. Und dann haben wir hier oben noch so ein schönes Lager. Ja, sehr schön. Sehr schönes, dunkles Zauberlager. Sehr, sehr schön. Und ich habe ja noch einen Roll-Champion. Der hat ja auch noch tolle Ausrüstung am Start. Nämlich den Haste und die Hox im Moment equipped bei mir. Der King geht auch noch ganz nett durch hier. Ein paar Heilerchen habe ich auch noch. Wo hab ich denn die Heiler her? Ach ja, ich hatte ja auch Heiler dabei von meinem Worden. Ja, Toto. Und der Roll Champion macht das hier mit den Hawks auf jeden Fall wunderbar. Die Hawks verenden jetzt zwar alle im Gift, aber der Roll Champion hat noch richtig Trefferpunkte. Und oben kommen, sind schon meine Yetis rausgekommen hier aus der Clanburg. Die ballern sich da auch schön durch. Ja, und dann sieht das eigentlich echt gut aus. Also Eventtruppe für mich auf jeden Fall bis hierhin erstmal ein Segen. Ja, bis hierhin erstmal ein Segen, aber so ein bisschen ist mir die Zeit davon gerannt. Sehr schade. Ja, Run Forest, Run. Und Forest rannte ganz weit und kam nicht ganz an. Ja, kam nicht ganz an. Nichtsdestotrotz ist der CK hier schon voll. Und ich bin aber auch gelegt worden, auch mit Eventtruppe. Zeige ich euch vielleicht heute Abend, muss mal schauen. Weil meine Anti 2 Klaus Base soll eigentlich halten. Aber nicht gegen die Eventtruppen-Spam. Echt traurig. Ist das jetzt ein Fluch oder ein Segen? Aber ich zeige euch mal was anderes. Denn es geht auch, ja, wie soll man sagen, fast besser. Denn hier haben wir auch die Eventtruppe am Start. Und diesmal ist es Rathaus, ist auch Rathaus 16. Ja, ist auch Rathaus 16 auf 16. Auch mit der Eventtruppe. Also auch mit dem Mechs, aber dafür nicht mit den Fliegeldings. Aber vielleicht sehen wir die fliegenden Hexen ja auch noch. Und auch hier recht ähnlich vorgegangen. Allerdings nicht mit Feuerball, sondern mit Heilbuch und Lebensbuch. Und aber auch erstmal mit einem, ah ne, ist kein Wardenwalk, Entschuldigung, ist ein Queenwalk. Entschuldigt bitte, ist ein Queenwalk oder Queen Charge. Entschuldigt bitte, habe ich mich gerade ein bisschen verguckt. Okay, mit einem Druiden mit dabei, eine Kaserne und irgendwo muss sie reingefunnelt bekommen, die Mechs. Und dementsprechend muss jetzt auf irgendeiner Seite funneln. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt einfach mal so reingesprungen. Ich hatte mir einen anderen angeschaut. Und deswegen bin ich noch nicht ganz auf der Höhe, aber hier hatte auch gar nicht dabei. Okay, ich nehme sie immer noch mit, die Headhunter, auch wenn die Queen hier mit dem Frostpfeil auch den Dixon King verlangsamt, keine Frage.
Aber die geht erstmal noch ganz, ganz locker durch hier. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, von wo er die gleich reinspammt hier, die neue Truppe, beziehungsweise nur die Event-Truppe. Glücklicherweise ist sie ja irgendwann wieder weg. Hurra! Ich hoffe, so in 13 Tagen wäre ganz schön. Oder in 13 Halbtagen. Ich glaube, so lange geht das Event noch, Leute. Und dementsprechend müssen wir uns noch auf einige Clankriege einstellen, wo die Event-Truppen einfach genommen werden und hier durchgespammt werden. Er kommt jetzt von hier und ihr seht das, die Mauern sind einfach nicht da. Ja, die Mauern sind einfach nicht da für diese Truppe hier. Wunderschön ist natürlich, wenn die Defense so schön dicht aneinander steht, dann nehmen die nämlich erstmal, weil sie ja erstmal nur die defensiven Gebäude nehmen, jedes defensive Gebäude hier auf. Sind natürlich jetzt ein paar Skelette, die nerven da ein bisschen rum, aber das juckt die auch nicht. Ja, hat aber auch noch ein bisschen was hinten. Ein Magier sehe ich da noch, der auch die Skelette hier schafft und beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er da gegiftet hat, hat jetzt noch auch einen Wurzelzauber. Hier hinten wird jetzt erstmal alles weggewurzelt, außer die Queen, die hat er nicht gekriegt. Okay, aber der Rest ist gewurzelt, zumindest der Monolith und auch der verdammt starke Bombenturm. Das sieht aber sehr, 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 sehr cool aus und nach wie vor, Alter, ein Hit von allen auf die Mauern, das ist echt nicht normal. Ich werde jetzt auch in allen Rathausstufen spielen, weil sie sind ein Segen, aber sie sind leider auch ein Fluch. Zumindest heute bei uns ist diese Truppe ein kleiner Fluch. Okay, hier hängen die mal alle eben an der Tornadofalle. Sieht auch ein bisschen witzig aus. Die Truppe sieht sowieso witzig aus, finde ich, in so einer normalen Base. Und dann seht ihr das hier. Es ist ein Fluch, oder? Es ist ein Fluch heute, der 99% Event-Truppen, nicht Segen-Fluch. Naja, was willst du machen, aber nichtsdestotrotz habe ich ja schon so einen hingelegt und der Kollege hier hat gleich zweimal davon einen hingelegt, nämlich hier auch, obwohl ich es hier, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich ein bisschen überrascht, dass das sogar 99% wurden, aber schaut euch mal die Laufwege der Mechs gleich an. Das ist unwahrscheinlich, ehrlich, und wie schnell die vor allen Dingen sind, das habe ich auch ein bisschen verkannt, aber auch hier erstmal mit dem Queenbock vorweg. Ich hoffe, so ein bisschen Clash of Clans gefällt euch, nachdem ich mich in der Woche hier einmal so ein bisschen ultra entspanne, das heißt also gar nicht zum Video mal komme oder wollte, bei der heißen Woche hier oben ist er selber. Ich habe gestreamt, ja, aber das war auch dann only abends, ist klar. Und bei fürchterlich schlechten Temperaturen, wo du eigentlich keine Lust hast, dich hinzusetzen und jetzt irgendwas zu Papier, sage ich ja mal, zu Papier zu bringen. Aber heute wollte ich auf jeden Fall noch aufnehmen, denn sonst laufen mir die Angriffe vielleicht aus dem Ruder, dann kann ich wieder nichts zeigen. Und so ein bisschen mit den Event-Truppen will ich auch zeigen. Ihr spielt sie ja sicherlich auch alle selber, denke ich mal. Ich glaube, es gibt im Moment kaum jemanden, der sagt, ich bin im Pass noch nicht so weit, da habe ich die noch nicht. Sondern die hat man relativ früh im Pass, vor allen Dingen diese hier auch im Free-to-Play-Pass. Also ihr müsst nicht den Event-Pass haben, um diese Truppe hier zu bekommen. Die Event-Truppen bekommt man auch immer im Low-Pass, also im normalen Silber-Pass. Das heißt das dann Silberpass? Goldpass, Silberpass, Eventpass, Eventpass, ne? Nicht Eventpass, meine ich. Die Nicht-Eventpass-Spieler, so muss man es ja sagen. So, jetzt gehen die hier sehr, 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 sehr schön durch. Da sie erstmal auf defensive Gebäude gehen, gehen sie jetzt erstmal in die Mitte. Da schmeißt aber jetzt der Unsichtbarkeitszauber sein Beutel raus und der hält aber auch nur ein paar Sekunden und dann flutschen die erstmal wieder zurück. Sehr cool. Ja? Und in einen Affenzahn hier, heftigst, kriegen das natürlich vom Monolith auch starken Beschuss, weil die haben auch Trefferpunkte, so um die 5000, ein paar kaputte. Und je höher die Trefferpunkte, das wisst ihr, desto stärker schießt halt der, oder desto stärker macht der Monolith Schaden. Muss man es ja sagen. Und ja, die kümmern sich leider auch nicht um die Helden. Die gehen erstmal um die Helden rum, auch wenn die Helden die anhitten. Also es muss erst wirklich alles weg sein, bevor die auf irgendetwas anderes sich fokussieren, als auf Helden oder knabbernde Skelette oder was auch immer. Und da musst du natürlich irgendwas da dagegen haben. Entweder hast du eine E-Titanin mit, hast noch einen Magier dahinter oder eine Queen oder was auch immer. Irgendwas muss die kleinen Skellies da wegknabbern. Aber dennoch gehen die hier wunderschön durch mit der Ability des Royal Champion.
Er ist hier unten also auch noch mit am Start und ja, jetzt ist ja echt nicht mehr wenig, ne? Zack, durch die Mauer. Die sind einfach aus Butter gebaut, die Mauern hier im Rathaus 16 Bereich, habe ich das Gefühl. Und dann geht das hier ganz gut durch, beziehungsweise ging eigentlich ganz, ganz gut durch, ne? Naja, wir haben ja vorher schon gesehen, dass es 99% wurde mit der Fluchtruppe hier. Aber nicht schlecht, unsere Gegner benutzen diese Truppe natürlich auch und unser Gegner, im Gegensatz zu uns bei den Herausforderern, ist unser Gegner hier bei dem Clan Free-to-Play schon durch. Das heißt, die haben jetzt schon Perfect, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt hier. Aber ich denke mal 6 Stunden 50, dann sind wir wieder locker, fast locker wieder im Stream. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht verdaddel. Ich habe auch schon ein paar Attacken gemacht, ich habe 3 Leute hier dabei. Donnerbengel ist schon durch, Beckensheriff muss ich noch und Avatar auch. Mal sehen, ob da noch was rauszukitzeln ist hier. Ist sicherlich bockschwer. Jetzt auch die 75 Sternchen zu erreichen, aber noch ist das Spiel hier nicht vorbei und noch geben wir auch nicht auf. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch die Eventtruppe euch schon freigeschaltet. Ich denke mal, der Kollege hat die auch schon, aber ich habe sie hier noch nicht equipped. Hier bin ich noch nicht ganz so weit. Hier habe ich die dann dementsprechend, glaube ich, auch noch in keiner Armee. Ne, hier noch nicht. Hier habe ich noch meine traditionellen Armee Blimp und Hybrid. Und alles andere, denke ich mal, werden wir dann in den hoffentlich wieder laufenden Livestreams am Wochenende sehen. Und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall in das Wochenende und verabschiede euch auch ins Wochenende. Ich hoffe, es wird cool. Ich hoffe, es wird schön, so schön wie jetzt. Leichter Wind, ein bisschen Sonne, aber kein Dauer- oder Starkregen oder Stark- oder Dauergewitter, was wir jetzt die letzten Tage hatten. Ist aber auch nicht so schlimm. Leute, es ist Sommer. Immer dran denken. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir einfach einen Daumen nach oben da abonnieren, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sage ich bis dahin danke und tschö, euer Toto. Clashed.